Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion. Die imperiale Kampagne mit den Sachsen. Ich denke, wir waren soweit fast fertig. Ich wollte nochmal hier ein bisschen... Ich glaube also, dass... Ich finde das irgendwie interessant mit der Völkerwanderung, wobei ich jetzt Fullstack, naja, wenn es halt nur... Naja, wobei sind ja auch Bauern dabei. Ich finde dieses Konzept mit der Völkerwanderung interessant, dass jetzt also gerade hier die Vandalen auf dem Weg sind und so wie es aussieht, haben sie ein Auge auf Campus Quadi oder auf Campus Marcomanni geworfen. Vielleicht werden sie das von den Franken holen. Die Frage ist, ob wir mit den Franken einen Waffenstillstand kriegen. Ich glaube fast nicht. Ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Wir könnten auch, glaube ich, ich weiß nicht, was können wir mit denen überhaupt irgendwie verhandeln? Können wir vielleicht mit denen ein Bündnis machen oder so? Wir können denen ein Bündnis anbieten. Das ist ja witzig. Versuchen wir mal, fragen wir mal. Bündnis, wolle Bündnis? Ah, cool, schön. Dann haben wir jetzt ein Bündnis mit den Vandalen. Hoffen wir, dass sie uns nicht angreifen. Okay, gut. Und dann fragen wir noch ich was. Rede mit ihnen. Ja, Karteninfos wollte ich. Ups, die haben gar keine. Nee, dann lassen wir's. Dann warten wir, bis sie eine Siedlung haben oder bis sie Karteninformationen haben, mit denen wir traden können. Wir bleiben aber mal hier mit unserem Diplomaten in der Nähe. Und ich hole mir mal gleich noch einen... Ich baue mir mal noch irgendwo, wo können wir noch einen Diplomaten bauen? Ich würde gerne noch einen weiteren ausbilden. Einfach nur, um mit dem noch ein bisschen in der Ferne rumzuschweifen. Ich habe ja ein paar Diplomaten hier vor Ort. So, dann haben wir hier... Ja, und nach diesem Gildenhaus sollten wir dann... Nach diesem Gildenhaus sollten wir eine Kanalisation bauen, um die Bevölkerung hier wieder hoch zu pushen. Das wurde ja auch schon ein paar Mal gesagt. Achte mal hier, deine Bevölkerung geht zurück. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Na, dann schicken wir mal hier noch ein paar Bauern in die Queue. Dann sind die Leute da auch happy und dann geht die Bevölkerung auch nicht zurück. Das ist doch ganz ordentlich. Wir können natürlich auch hier mit dem Steuersatz... runtergehen, dann kriegen wir sogar Bevölkerungswachstum. Ja, aber so machen wir halt mehr als doppelt so viel Kohle. Das sollten wir dann doch machen. Okay. Wo haben wir denn noch Diplomaten? Hier haben wir noch einen. Ja. Was ist denn das da? Und was ist das da? Ach so, das ist nur diese Augustus-Armee. Ja, da müssen wir uns noch drum kümmern. Ich will den aber trotzdem mal hier in der Nähe behalten, damit er einfach so bei Bedarf ein paar Truppen bestechen kann. Ich will mit den Alemannen nochmal Karteninfos verhandeln. Ich rede mit ihnen. Ja. Hallöchen, Karteninformation wollte ich verhandeln. Oh, komm, Junge. Er ist immer noch geborener Diplomat. Schwein gehabt. Haben wir mit den Oströmern schon irgendwas aufs Ei gekriegt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir verhandeln nochmal nächste Runde mit den Oströmern. Und ja, um diesen Hauptmann, da müssen wir uns noch kümmern. Also, was haben wir denn da? Haben wir irgendwo einen Spion hier? Irgendwo einen Spion? Ich sehe jetzt keinen. Das ist natürlich kacke. Häuptling! Jetzt haben wir hier die... Jetzt haben wir hier den sächsischen Kiel schon rübergezogen, ne? Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Truppen aus Augusta Trevorum rausnehme, dann geht mir da wieder die öffentliche Ordnung in die Knie. Das wäre halt schlecht. Ja, was können wir großartig machen? Wir können gar nicht viel machen. Dann nehmen wir nochmal so einen, dann nehmen wir noch mal so einen sächsischen Kiel mit dazu. Und hier bauen wir Bauern. Genau, die schicken wir vielleicht mal nach Augusta Trevorum runter. Dann bauen wir hier auch noch eine Einheit Bauern und die schicken wir dann nach Colonia Agrippina runter. Ja, so wird ein Schuh draus. Okay. Wir sind hier noch auf sehr hohem Steuersatz. Das ist nice. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch Bauern. Wir brauchen Bauern, Bauern, Bauern. Sogar die Sohn unserer Städte. Machen wir gerade nochmal die Namensschildchen aus. Für alle, die es noch nicht wissen, mit Steuerung T schaltet man die ein oder aus. Wir können auch die Namen einschalten mit Steuerung N. Das ist ganz praktisch, wenn man Diplomaten und Spione sehen will, so wie ich jetzt hier gerade.
Und ach so, das ist alemannisches Territorium noch, ja. Unterwegs. Alemannisches Territorium, das ich gerne Weiter mein geht eigen es nennen würde. nicht. Weiter geht Die es alemannische nicht. Hauptstadt Vicus Alemanni würde ich gerne angreifen. Aber derzeit sollten wir General. noch ein bisschen Herrschaftssicherung betreiben, gerade weil jetzt hier doch die Vandalen unterwegs sind. Herr? General. Ja, Befehle? da kommt aber schon was zusammen, das ist ganz gut. Befehle? Wir müssten dann hier demnächst noch ein bisschen aufrüsten. Denn ich gehe davon aus, dass hier auch bald wieder ein paar Rebellenarmeen auftauchen. Okay, also wir sind die ganze Zeit eigentlich nur am Produzieren, ne? Wir sind wirklich voll ausgelastet, was das angeht. Was bauen wir? Hier bauen wir da auch irgendeine Einheit bestimmt, oder? Was war es genau? Einen sächsischen Kiel. Ja. Und hier bauen wir hoffentlich Bauern, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Und nächste Runde wird Bordeaux belagert von unseren Truppen. Es sind keine Agenten drin. Wir brauchen noch ein paar Agenten vielleicht. Ja, Ja, du Meister. kannst noch mal hier London ausspionieren. Beobachte und lausche. Okay, ich frage mich, warum er die Truppen da draußen hat. Egal, ist nicht mein Bier. Sind bereit. Ja, wir laufen hier den Hafen an. Die Entsatzarmee ist fast fertig. Wir brauchen aber noch einen General. Ich hätte gerne einen General dabei. Ja, wie General. sieht's denn mit dir aus? Kann ich dich da rausnehmen? Es Stoß geht eigentlich, vor. jawohl. Bereit zum Was gibt's hier Hinterhalt. für Söldner? Will ich nicht. Geh mal hier rüber. Also Marschieren. das Geld, das wir jetzt Weiter über geht es nicht. haben, macht euch da keine falschen Vorstellungen. Das haben wir so schnell wieder ausgegeben. So schnell können wir gar nicht General. gucken. Ja, dann geht mal einer von euch. Du bist auch ein Heide, ne? Ja, wunderbar. Dann gehst du mal nach Augusta Trevororum runter. Marschieren. Befehle. Und du bist doch bestimmt. Du bist auch ein Heide. Ja, schön. Dann gehst du mal. Ja, du gehst wieder zurück nach Vicus Saxonis. Okay, ich glaube, das war's für diese Runde. Sorry, Leute, das hat jetzt nochmal ein bisschen gedauert. Wir gehen medias in res und schauen, was die nächste Runde bringt. Oh, und die Hoho. Wow. Okay, da wird jetzt also fleißig Campus Marcomanni belagert. Wo ist mein Diplomat? Hier ist er. Herr. So, haben wir was mit den Sassaniden am Laufen? Ich weiß es nicht. Was haben wir da? Roxolanischer Diplomat. Kenne ich den? Ich weiß nicht. Können wir hier? Das kann ich nicht tun. Ja, du kommst nicht dahin. Haben die mich jetzt eingekesselt oder was? Ja, mein Herr. Ja, nee, es geht dann irgendwie doch so. Was sagen die Ich rede Roxolanen? mit Ihnen. Handelsrechte würde ich gerne anbieten. Sie akzeptieren mein generöses Angebot. So, Karteninfo. Gut. Wow, die haben ja nicht viel. Ich rede mit Ihnen. Es geht nicht Ja, jetzt hätte ich weiter. gerne noch einen Waffenstillstand mit den Franken geholt. Ich glaube, die wären jetzt bereit gewesen dazu. Aber das kann ich natürlich nicht, solange das Dorf von denen da belagert wird. Ich sehe auch sonst hier keine Einheiten der Franken mehr, mit denen ich reden könnte. Oder sagen wir mal, in diplomatischen Kontakt treten könnte. Leider nichts zu machen. Okay. Als erstes mal unser Ja, Spion geht Meister. ab nach Bordeaux. 85%, das überlebt er hoffentlich. Suche nach Sehr Hinweisen. gut, sehr, sehr gut. Da ist noch ein General Kapern. drin. Wir belagern. Zerstören. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Okay. Ja. Ja, dann gehst du mal weiter nach Stoßt Augusta vor. Treverorum. Bereit zum Hinterhalt. Stoßt vor. So. Wir können nicht Da weiter. ist jetzt, die Stoßt scheint neu vor. zu sein. Hauptmann Decentius oder Decentius. Was sagt denn der Rundenbericht? So, wir haben 4000 Denare plus gemacht. Aber gut, wir haben jetzt die Runde auch noch nichts ausgegeben. Das ist doch mal ein ganz guter Wert. Letzte Runde hatten wir 20.000. Ja, hier, das ist natürlich so eine Sache. 38.000, da müssen wir natürlich die 22.000 hier rausrechnen. Das ist ja beileibe nicht so viel. Das Martyrium des heiligen Eusebius. Eusebius, Bischof von Samosata in Syrien, wurde durch einen Dachziegel, der während einer kirchlichen Zeremonie nach ihm geworfen wurde, zum Märtyrer.
Eusebius hatte sich 361 dem arianischen Kaiser Constantius widersetzt und sich geweigert, ihm die Aufzeichnung der Synode von Antiochia zu übergeben, obwohl man ihm mit dem Verlust einer Hand drohte. Seine Entschlossenheit beeindruckte Constantius so sehr, dass er ihn unbeschadet gehen ließ. Ja, das ist natürlich ganz typisch für die Erzählungen der christlichen Märtyrer. Die Christen haben ja, oder die christliche Kirche hat ja damals alles Mögliche zu Märtyrern erklärt. Das ist ja alles irgendwie halt so Legendenbildung, wo man versucht hat, eine schöne, schneidige Geschichte zusammenzudichten. Also sollte man nicht unbedingt glauben, oder wenn man es glauben will, dann sollte man es kritisch hinterfragen. Das gilt ja sowieso für fast alles. So, aus Amiens ziehen wir jetzt unsere Truppen auf die Schiffe. Und wir können schon direkt landen und ich denke, das machen wir auch. Und wir landen hier. Setzt die Segel runter von den Booten. So. Die Flotte lassen wir jetzt nochmal da. Hier holen wir uns ja noch ein bisschen Plünder von den Handelswegen aus London. So, das ist jetzt fast Full Stack. Oh, die Gralsritter. Oh, die hätte ich gerne. Die Gralsritter hätte ich gerne. Das sind so quasi die Kataphrakten bei Barbarian Invasion. Ja, die hätte ich gerne. Komm, wir haben keine so richtig gute Kavallerie, dann holen wir uns die jetzt. Also, das ist ja so eine Sache. Wir haben zwar Kavallerie, aber unsere Kavallerie ist beschränkt. Und vielleicht bauen wir noch eine zweite Flotte auf. Das gucken wir mal später. Dann haben wir unseren Baubericht. Hier ist die Senkgrube fertig. Und die Frage ist, ob wir jetzt hier weiter die Gebäude bauen. Ich sehe da jetzt nicht so unbedingt die Notwendigkeit. Ich glaube, das Geld sparen wir uns mal noch ein bisschen. Und schauen wir mal, ob wir das vorher noch woanders für ausgeben können. Ich meine, die Bevölkerung ist hier bei 3200 und bei 2900. Da können wir auch erstmal noch ein bisschen warten und dann stellen wir die einfach kurz vor knapp fertig. Die Schmiede ist natürlich nicht so schlecht, weil wir in den Dörfern oder in den Städten da auch Gebäude bauen wollen. Einheiten rüsten wollen, meine ich natürlich. Ich glaube, wir schenken uns erstmal das Geld. Wir bauen jetzt mal hier einen Hafen in Avaricum. Wir brauchen mehr Handel. Und wir müssen uns ja hier irgendwann um diese Rebellen kümmern. Und dann will ich dann natürlich hier noch ein paar Bauern in der Stadt haben. Und dann bilden wir mal den sächsischen Kiel bilden wir mal fort. Und da geht es, glaube ich, um den Mithras-Tempel, wenn ich das richtig sehe. Weil der fertig geworden ist, können wir jetzt fortbilden. Jawohl, Erfahrung von +2 wird es geben. Wird es Erfahrung +2 geben? Ne, ich habe keine Ahnung. Warten wir mal ab. Okay, Avaricum ist soweit dann durch. Und, Häuptling. Offenbar nicht, ne, wir müssen belagern. Alles klar, okay. Die Siedlung wird belagert. Tja, ich denke mal, mit den Einheiten sollten wir es schon schaffen. Der Rekrutierungsbericht, den schenken wir uns, den brauchen wir nicht. Was sagen die diplomatischen Infos? Also Vandalen und Franken befinden sich nun im Krieg, ist ja klar. Die Vandalen haben ja auch die letzte fränkische Siedlung angegriffen und ich hoffe, dass die Franken mich, oder wenn die Franken platt sind, dass sie mich in Ruhe lassen. Und Waffenstillstand zwischen Berbern und Weströmern. Die müssen ja dann irgendwo hier unten eine Grenze haben wahrscheinlich. Irgendwo hier vielleicht oder hier. Ah, vielleicht hier. Ich kenne mich hier auf der Map noch nicht so aus. Ich bitte da um Verzeihung. Ja, Meister. So, Hariulfus. Herr. Fragen wir mal gerade nochmal die Oströmer nach Handelsrechten. Schön. Und Karteninfos? Bitte nimm's an. Das machen wir nicht. Schade, ich hätte es gerne gewusst. Okay, unser Diplomaten. Was ist denn da drin? Können wir die Siedlung kaufen? Ja, wobei, also das ist eine Siedlung, die können wir auch sehr leicht einnehmen. Ja, mein Herr. Sofort. Wir bleiben mal hier in der Nähe. Was ist denn da drin? 67. Ach schade, die hätte ich kaufen können.
Schade, schade, schade. Die hätte ich gerne gekauft. Es geht nicht weiter. Herr? 93 und 67. Dann nehmen wir mal die hier. Beobachte und lausche. Oh, und da gibt's einen neuen Trade für Super. Und da sehen wir hier noch. Aha, da sind die Alemannen jetzt unterwegs. Okay. Mhm. Haben die überhaupt einen Krieg? Wir haben eine ganze Menge Feinde, wir haben aber eine ganze Menge Verbündete. Ja, die Alemannen haben Krieg gegen die Römer, das ist doch eigentlich ganz gut. Ja, die Franken werden ja wohl gleich ausscheiden, denke ich. Also wenn sie das überleben, dann herzlichen Glückwunsch. Okay. Wir gehen nochmal in die Vogelperspektive. Herr? Ja, lauf nochmal hierhin zurück. Unterwegs. Da ist noch eine alemannische Armee, die gucken wir uns mal gerade an. Beobachte und lausche. Altes Gackerweime, ist das geil. Minus eins Kampfgeist auf dem Schlachtfeld. Das ist der Erbe, der Hochtar. Okay, verachtet Römer. Plus eins Kommando beim Kampf gegen Römer. Naja, dann. Mag die Dunkelheit. Mhm, nice. Okay, wir bleiben mal hier stehen. Oh, da ist eine große Armee unterwegs. Wow. Bin mal gespannt. Bin ich gespannt, was die da machen. General! Ja, du wolltest ja wieder hierhin zurück. Bewegung! So, und sind hier jetzt Rebellen gekommen? Ich sehe jetzt mal gerade keine. General! Genau, du wolltest nach Augusta Treverorum. Was gibt's hier für Truppen? Will ich nicht. Außer halt diese... Ja, du gehst mal wieder hier in die Stadt. Außer hier diese... diese Veteranensöldner, die sind halt geil, aber die sind halt auch kackteuer. Die sind mir zu teuer. Okay, hier wird nochmal gebaut. Und zwar bauen wir hier nochmal Bauern nach. Und hier hatten wir jetzt den sächsischen Kiel fertig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. Das sind mehr. Nächsten auch 5. Dann warten wir auf unseren General. Und holen uns dafür hier noch einen Spion. Okay, und jetzt ist es ja so. Hier ist die öffentliche Ordnung gerade sehr gut. Deswegen reißen wir hier mal den Mithras-Tempel ab. Dann bauen wir mal hier ein Schrein des Donar vielleicht. Ein Schrein des Ul. Wotan ist natürlich auch schön. Ne, wir machen ein Schrein des Donar. Gehen wir hier mal auf sehr hoch. Sollten wir eh nochmal gerade gucken, ob wir unsere Steuersätze anpassen können. Hier müssen wir natürlich noch was machen. Sind wir auch auf sehr hoch. Sind auch gleich die Kavalleriestelle fertig. Das wird eine feine Sache. Und hier ist unser Diplomat ja fertig geworden. Wo ist er? Da. Und du gehst jetzt mal ein bisschen hier in die fernen Lande. Nicht weiter. Weiter geht es nicht. Ja, Meister. Hier sind ja jetzt eigentlich die Wachtürme gebaut. Begebe mich in Position. Dann können wir uns hier ein bisschen weiter vorwagen. Es geht nicht weiter. Und ich bin hier gewillt, noch einen zweiten Spion auszubilden. General! Marschieren! Herr, ja, wir ziehen mal hier unsere Truppen jetzt zusammen. Befehle! Wir könnten sogar Vicus Alemannii dann angreifen in Bälde, wenn wir es riskieren wollen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, komm mit hier rüber. Die brauchen noch eine Ausbildung. Eine gescheite. So. Okay. Also, nochmal kurzer taktischer Überblick. Hier, das kann ich nicht berechnen. Das weiß ich nur nicht, wie die Mechanik da abläuft. Das werden wir aber rausfinden. Und wir haben immerhin die Möglichkeit, hier eine Full-Stack-Armee abzuwehren. Denke ich. Wir haben genug Truppen hier noch in der Nähe. Und wir müssen jetzt leider die Rebellen hier noch eine Zeit lang erdulden. Bis wir uns da genau drauf einlassen können.
unser nächstes Ziel hier ist die Hauptstadt der Alemannen. Und das ist einfach so verlockend. Schaut es euch an. Wir hätten hier 4 Siedlungen in direkter Verbindung auf kurzer Distanz. Dann noch hier diese Siedlung dazu. Weil das hier oben, das ist so weit auseinander. Wir brauchen auch übrigens eine neue Hauptstadt. Ich mache jetzt mal gerade Augusta Treverorum, glaube ich, zur neuen Hauptstadt. Oder nehmen wir... Moment mal. Oder nehmen wir Köln. Nehmen wir Gölle? Ich glaube, wir nehmen Köln als Hauptstadt. Oder habe ich das schon gemacht? Was ist denn momentan meine Hauptstadt noch? Ist meine Hauptstadt noch Vico Saxonis? Da wird natürlich hier wieder die öffentliche Ordnung runtergehen, ne? Ja, es ist momentan noch meine Hauptstadt. Nee, dann lassen wir das mal noch gerade, weil hier geht's eigentlich ja von der öffentlichen Ordnung. Aber das ist natürlich auch noch eine Maßnahme, die müssen wir auf dem Schirm haben. So, 2 Spione hier, Bauern und Bauern. Und die können wir schon mal hier rübernehmen. Vorwärts! Weiter geht es nicht! Dann nehmen wir mal direkt 2 Bauern raus. Ziehen wir denen dann nach Köln. Und die können wir ja dann kurzfristig da reinziehen. Ja, genau, das ist eigentlich ganz gut. So, wir könnten hier noch ein Fort bauen, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll für uns ist. Boote bereit? Können wir das Schiff noch dazu nehmen? Ja, dann machen wir das doch. Und dann würde ich vorschlagen, wir bauen hier noch ein Schiff. Einen Diplomaten hätte ich da auch noch ganz gerne in der Ecke. Und einen Spion brauche ich natürlich noch. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier kein, wie heißt es so schön, Hegemonial Overstretch haben. Also, dass wir keine Machtvakui erzeugen. Das heißt, dass wir nicht zu viele Gebiete kontrollieren bei zu wenig Armee. Also, dass wir diese Gebiete auch noch verwalten und beschützen können. Und hier oben sind wir halt sehr gut aufgestellt, aber das ist auch ein sehr eng zusammenhängendes Territorium. Und das ist hier ja jetzt nun überhaupt nicht der Fall. Also hier sind die Distanzen auch wieder riesig, ja. Und das finde ich vielleicht, also das finde ich jetzt nicht ganz so gut, weil gerade Gallien ist halt eine ganz wichtige Provinz der Römer gewesen, wo die sich auch wirklich um massiven Ausbau der Verwaltung und des Städtewesens gekümmert haben. Und da könnte also ruhig ein bisschen mehr sein, als das, was da jetzt gerade so rumflattert. Oh, das sollen wir hier, können wir hier einen Spion bauen? Nee, können wir nicht, ne? Wir machen nochmal den Diplomaten. Ich brauche hier noch einen Diplomaten in der Ecke. Und können wir mal gucken, vielleicht können wir die Spastis hier kaufen. Es sei denn, es sind nur Bauern, obwohl, naja, vielleicht kaufen wir die. So, okay, wir haben soweit alles umgestellt. Nächste Runde geht ab. Ich kann nicht weiter. Und da ist ein keltischer Diplomat. Die werden wir gleich mal um den Waffenstillstand befragen, denke ich. Und wir schauen noch schnell in den Rundenbericht. Also, die Ausgaben waren doch recht hoch. 16.000. Wo geht unser meist Geld hin? In den Armeeunterhalt. Ja, aber das muss noch ein bisschen in den Armeeunterhalt fließen, weil wir jetzt Londinium angreifen werden. So, der Baubericht. Wir haben einen Markt in Samarobriva gebaut. Und ich denke, wir bauen die Farmgemeinschaft. Wir bauen jetzt halt mal so das Zeug. Hier sind wir auf niedrig. Liegt wohl an der Kulturstrafe, würde ich mal vermuten. Hier ist auch noch ein bisschen Aufruhr drin. Ja, wir bauen jetzt erstmal hier die Farmgemeinschaft. Wir bauen erstmal jetzt die Wirtschaftsgebäude weiter aus. So, Köln baut einen Schrein des Donau und dann bauen wir den direkt zum Hain aus. Hier haben wir den heiligen Hain des Ull. Ja, das Zeug da, das können wir jetzt ruhig lassen. Das kriegen wir alle. Da können wir alles noch unsere eigenen Einheiten bauen. Rekrutierungsbericht, schenken wir uns diplomatische Informationen, sagen Bündnis zwischen Franken und Burgundern. Und wir haben jetzt Waffenstillstand mit den Franken. Das ist doch nett. Warum haben wir das? Ich konnte interessanterweise ja jetzt keine Forderungen stellen. Naja.
Okay, wir reden mal gerade mit den Sassaniden. Ich rede mit ihnen. Handelsrechte hätte ich gerne. Und dann würde ich gerne noch Karteninfos mit euch tauschen. Schön. Boah, Lex, sind die weit hinten. Hoho. Das ist ja wirklich far, far away. Oh, wow. Okay. Ja, mein Herr. Hier sehe ich, weiter. Wen kenne ich noch nicht. Kann ich etwas das sind die Sarmaten. Hier laufen wir gerade hin. Weiter geht es nicht. Ich brauche jetzt noch ein paar Handelsrechte. Ich brauche noch ein paar Handelsrechte mehr. Ja. Okay, ja, es geht weiter nach Augusta Treverorum. Wir können nicht weiter. Und ich vermisse da so eine Rebellenarmee. Die haben sich ja jetzt irgendwo versteckt. Ach, da sind sie. Okay, ja, das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Gut, okay, Leute. Mach jetzt an der Stelle mal kurzes Päuschen. Was kommt im nächsten Teil? Angriff auf London. Wir werden uns mit den Rebellen hier prügeln und ja, hoffentlich auch Bordeaux einnehmen, bevor die Römer wieder da sind. Hauptmann Equitius ist da schon irgendwie auf dem Weg und hat da irgendwelche doofen Pläne im Kopf. Ja, da werden wir nochmal aufpassen und dann holen wir uns noch hier einen Deal mit den Kelten. Und dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute und sagt macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.